Gut, Kofferraum. Warum nicht? Leer, bis auf ein Abschleppseil. Dann nimm es mit. Abschleppseil. Kofferraum, Autofrack. Ich nehme das Abschleppseil. Sehr gut. Wir haben ein Abschleppseil. Oh, wir haben einiges aus dem Inventar verloren. Einiges. Autsch. Schreibt nicht gut. Hinterlässt aber eine interessante Furche. Okay, Ketchup und Senf haben wir dort gelassen. Ah, wie schade. Jetzt könnten wir hier noch alles bespritzen. Jo. Lass mal den Pookie mal wieder reden. So, jetzt sind wir endlich im zweiten Kapitel von Edna bricht aus angelangt. Zweites und damit Kapitel. Ja, auch beim ersten krassen Stimmungswechsel. Also ich habe mir Mühe gegeben, die Wendung, die innerhalb von Edna zum dritten Kapitel hin passiert, an dieser Stelle bereits subtil anzukündigen. Ab diesem Unfall, jetzt ist sie momentan noch sehr erleichtert, dass sie halt wirklich draußen ist, merkt sie aber fast von Screen zu Screen immer mehr, dass halt eigentlich alles gar nicht mehr so lustig ist, sondern dass es eigentlich schon immer ernster wird. Während sie in der Anstalt, dadurch, dass sie halt eingesperrt war von ihrem Gegner sozusagen alle Berechtigung hatte, so viel Chaos wie nur möglich anzustiften und was ihr unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist sie jetzt so ein bisschen wird's halt jetzt so ein bisschen orientierungslos ab dieser Stelle. Ja, im zweiten Kapitel bekommt dieser Sachverhalt auch noch seinen ganz eigenen Showdown. Viel Spaß. Es ist noch lange nicht zu Ende. Autotür. Die Kindersicherung scheint noch zu funktionieren. Es ist noch lange nicht zu Ende. Oh, Schreck. Hier zur Böschung. Straße. Mond. Sieh mal, Harvey. Der Mond. Harvey, du bist doch kein Wolf. Tja. Im Mondlicht funkelt mein Generalschlüssel wie Feenkraut. Wie funkelt denn bitte schön Feenkraut? Funklich. Mhm. Okay. Ein Abschleppseil. Die Idee ist gut, doch das Seil ist zu kurz. Ja. Fußnagel. Ich will der erste Mensch sein, der seine Zehen auf dem Mond schneidet. Das ist ein Ziel. Kann man sich machen. Warum? Damit ich mich nicht mehr an den Sichelspitzen piekse? Wäre eine Idee. Selbst wenn ich das könnte, würde ich es nicht tun. Dr. Marcells Name auf dem Mond. Stimmt. Woher kommt's noch? Lieber nicht. Das würde alle Mondsüchtigen deprimieren. Dreiecks auf dem Mond. Topf. Passt nicht ganz, fürchte ich. Mit etwas stopfen? Nein. Sehr schade. Ach, das hatten wir schon. Polo spielt man zu... Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Poloball ist. Da müssen wir bis Vollmond warten. Stimmt auch wieder. Ja, das wäre cool. Das gute Edna was hier auf meinem Lieblingstrabanten. Der Mond als Trabant. Mit Zickzackmuster käme er einfach noch cooler. Noch ein bisschen Bildung, der Edna bricht aus. Gut, Pookie. Treppe, Straße. Dieser Screen hat tatsächlich gar keinen spielerischen Wert. Also wir haben als Hotspots nur die Anstalt und den Mond. Sonst eben die Ausgänge, die man halt auch in anderen Screens hätte zeigen können, in anderen Ansichten. Aber ich fiel es für richtig, nochmal den Blick zurück auf die Anstalt, den Weg, den sie gekommen sind, der in der Cutscene ja mehr oder weniger übersprungen wurde, nochmal zu zeigen. Und auch nochmal Ednas Widerwillen zu zeigen, tatsächlich zur Anstalt zurückzugehen. Mhm. Da kann sie jetzt quasi nach oben nochmal wettern, bevor sie sich dann umdreht und
den Weg, die Straße talabwärts beschreitet. Das ist sehr schön. Na dann. Wir sind endlich draußen, Harvey. Dann können wir uns endlich den Traum von der eigenen Eisdiele verwirklichen. Oder wir beweisen erst einmal die Unschuld meines Vaters. Das wäre auch nicht schlecht. Gut. Geh zur Anstalt. Vergiss es. Dorthin bringen mich keine 10 Pferde mehr. Oder andere Tiere. Stimmt. Reden mit Anstalt. Zur Hölle mit dir, Hort des Grauens. Nehmen. Ich nehme bereits eine Menge schlechter Erinnerungen von dort mit. Das stimmt. Nein, nein, dort bringen mich keine 10 Harveys hin. Gut, benutze. Ich habe die Anstalt schon einmal zu oft benutzt. Das stimmt. Gut, Treppe. Na, hallo. Arnemann. Ein hübsches Bild. Der Mond. Können wir den jetzt anfassen? Schon Kaiser und Könige wollten den Mond mit Gold aufwiegen. Vergebens. Tja. Au! Was macht der Arnemann hier? Autsch! Was war das? Der Blitz! Du wurdest vom Blitz getroffen! Im Ernst? Es fühlte sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. So unspektakulär. Nichtsdestotrotz, du bist jetzt ein Energiewesen. Ja. Ja, das muss wohl so sein. Dann benimm dich auch entsprechend. Wuga. Wuga? Wuga! Wuga! Sehr schön. Reden. Hallo Alu, alter Hund. Wuga! Aha. Sagt jetzt nur noch Wuga. Guck mal, Alu. Das hier ist der grandiose Generalschlüssel. Aha. Und weiter? Naja, und du hast da dieses Antioxidationsmittel. Ich tausche nicht, Edna. Ich brauche das Mittel, um mich in ein Energiewesen zu verwandeln. Jetzt, wo du ein Energiewesen bist, brauchst du das doch sicher nicht mehr, oder? Wuga! Sehr gut. Und jetzt? Der Generalschlüssel ist quasi noch warm. Nicht mal die Spur von Rost. Ah, aber vielleicht brauchen wir das später noch. Okay. Na dann. Bank. Nettes Plätzchen. Harvey, was hältst du denn davon? Was hältst du von dieser Bank, Harvey? Das ist nur was für alte Leute, Tauben und Skater. Okay. Hey, hallo, alter Pirat. Hallo, Harvey. Passt du auch gut auf Edna auf? Na klar, genau. Alter. Warte mal. Kannst du etwa verstehen, was er sagt? Naja, nicht immer. Das wäre ja auch ein dicker Hund gewesen. Gut. Guck mal, Alu. Eine monstermäßig coole Zickzackschere. Aha. Naja. Ich tausche, ich brauche... Du brauchst das Antioxidationsmittel, was du nicht mehr hast. Aha. Und hier findet für den Alu-Mann endlich die Umwandlung statt, die wir uns ja auch selbst alle wünschen. Und zwar verwandelt er sich endlich in ein Lichtwesen. Sehr er schön. Er wünscht sich es nicht. Wuga. Toller Audio-Kommentar. Na dann, hier entlang zum nächsten Screen. Oha. Straße. Hier ist wohl nicht viel los. Die Kirche können wir sehen. Eine Haus mit Zipfelmütze. Harvey. Guck mal, Harvey. Ein Haus mit Zipfelmütze. Da wohnt bestimmt ein Clown. Ganz bestimmt. An diesem Screen gibt es eigentlich nur einen Hotspot, und zwar die Kirche. Ich weiß noch,
dass ich das damals für grenzwertig hielt, als ich beim Benutzer Harvey mit Kirche geschrieben habe, guck mal Harvey, ein Haus mit einer Zipfelmütze. Und Harvey antwortet, da wohnt bestimmt ein Clown. Ich dachte so, oh, kannst du den machen, kannst du den machen? Kannst du. Mittlerweile bin ich da vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich weiß es nicht. Von mir genehmigt. Wenn ich das genehmige, dann ist das so. Gut. Blase. Er kann doch unmöglich immer noch müssen. Das tut er aber. Lieferwagen. Oh. Na, hallo. Ja. Hier gibt's nicht viel zu tun. Fahrerkabine. Warum sollten wir? Gas, Bremse, Kupplung. Hübsch. Ein bisschen Fahrschule machen. Ich krieg den Gang nicht raus. Und Gas. Ist bestimmt eine gute Idee. Ach ja, das Armaturenbrett. Es funktioniert wie ein richtiges Armaturenbrett. Man kann am Lenkrad rütteln, man kann den Aschenbecher auf und zu machen, an der Lüftung spielen und man kann halt die Pedale treten und muss es auch teilweise, um halt den Gang rauszunehmen, Handbremse kann man lösen und so weiter. Am besten gefällt mir allerdings tatsächlich, dass man die Hupe drücken kann, obwohl das so eigentlich das Letzte ist, was der Spieler will. Man kann es ja trotzdem machen. Warum auch nicht? Ja. Hupe. Ach du Scheiße. Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Nein. Ja, dieser Raum hat eigentlich auch mal wieder keine inhaltliche Relevanz. Ich fand aber einfach das Gefühl besonders spannend, dass Edna jetzt hier im Inneren dieses Lieferwagens, dieses Parkenden rumschleicht. Während draußen halt der Fahrer gerade eine Pinkelpause macht. Einfach irgendwie ein spannendes Gefühl. Außerdem gab es sonst so wenig helle Räume in dem Kapitel. Muss wohl auch mal sein. Okay. Geh hinaus. Drüben ist die Straßensperre. Da können wir jetzt nicht lang. Reden mit Blase. Das ist bestimmt... Ich will ihn lieber nicht auf mich aufmerksam machen. Ja. Okay. Können wir doch bestimmt irgendwas mit dem Steuer machen. Können wir bestimmt das Auto zum Rollen bringen. Okay. Handbremse. Na dann. Vielleicht. Rollt noch nicht. Na gut. Und das ist endlich der Raum, in dem tatsächlich die verschollene und nachher aus dem Spiel genommene dritte HW-Fähigkeit Moonwalk zum Einsatz kommen sollte. Und zwar sollte Edna hier von dem Busch zum Lieferwagen schleichen, damit sie nicht von Blase erwischt wird und musste dazu Moonwalk lernen. Aber es hat hin und vorne nicht hingehauen. Also sowohl der Weg vom Busch zum Lieferwagen war halt nicht
offen genug, also es passt von der Zeichnung nicht hin. Außerdem gab es hier überhaupt keinen Gegenstand, der sie quasi an diese Szene aus ihrer Kindheit erinnern konnte. Ja, deswegen habe ich es wohl hauptsächlich rausgelassen. In diesem Raum gibt es allerdings den Hotspot, der meine allerliebste Lieblingsreaktion beherbergt, und zwar bei Benutze Harvey mit Brückengeländer. Probier das doch mal einfach aus. Mach ich. Gleich zum Abschluss des Teams. Wir können auch nicht ans Brückengeländer. Da müssen wir erst das Auto wegfahren. Ich will das Auto jetzt noch wegkriegen. Ich kann bloß leider nicht Auto fahren. Wie bringe ich das Auto zum Fahren? Zündung. Der Zündschlüssel fehlt. Ja gut. Oha, das Auto beginnt zu rollen. Hey, was soll das? Stopp! Sehr gut. Der Weg ist nicht länger versperrt. Sehr schön. Und jetzt zum Abschluss. Zum Finale des Teams. Guck mal, Harvey. Ein Brückengeländer. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey. Jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaunen. Sorry. Ja, ganz toll. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Böser Harvey. In dem Sinne, dann mich noch umso zu euch gefallen haben. Ich habe schon ein bisschen überzogen. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Man sieht sich im nächsten Stream, im nächsten Part, zum nächsten Stream nächste Woche, im nächsten Part, gleich morgen wieder, nachdem das Stream-Projekt beendet wurde. Ja, okay, na dann. Ich speichere das Ganze hier erstmal ab. Speichern. Okay, den Spielstand behalte ich mir erstmal, falls ich nochmal zurück will. Falls ich mal die ganze Beklecksung machen will und so weiter. Ich speichere mal hier, Slot 8. Sehr gut, dann haben wir hier noch eine Möglichkeit, dass wir zurückgehen können. Das war dann... Ich weiß nicht, naja. Gut, das habe ich jetzt nicht wirklich vor in diesem Let's Play, aber... Vielleicht will ich es offscreen mal machen, einfach um die... Ja, da steht ja noch eine Sache aus, die wir nicht bekommen haben. Ja, gespeichert ist jetzt hier. Sehr gut. Na dann. Man sieht sich. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Und ciao.